Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir, wir sind bei Methoden. Gut, wir haben das letzte Mal gesagt, eine Methode schaut so aus. Ja. Wir definieren Methoden, ja, zum Beispiel so. Wir haben gesagt, wir schreiben static. Dann gibt es einen Typ. Ja. Typ 1. Ja. Dann gibt es Methodenname. Und dann gibt es optional, haben wir gesagt, gibt es da irgendwelche Übergabeparameter. Typ 1.1, Param 1, Beistrich und so weiter. Und da haben wir gesagt, ja, zack. Geschwungene Klammer auf, irgendwo ist geschwungene Klammer zu und da drin programmieren wir. So schaut das aus. Man sagt, das da drinnen ist optional an und für sich. Und wie viel von den Sachen drinnen sind, ist ebenfalls, also jeder neue Parameter ist optional. So hat das ausgesehen. Jetzt kennen wir von Variablen kennen wir die Tatsache, ich kann nur eine Variable mit einem Namen angeben. Ja? Also wenn ich eine Variable mit dem Namen Heinz, ja, schon habe, gibt es keine zweite Variable mit dem Namen Heinz. Bei Methoden kann ich aber das so definieren. Pass auf. Static. Und jetzt so wieder Typ. Typ 2. Der gleiche Methodenname, ja? Und darin habe ich Typ 2.1, Param 1, Beistrich und so weiter, Klammer zu, geschwungene Klammer auf, geschwungene Klammer zu, Punkte, 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 programmieren wir schon, ja? Das ist wieder optional. Funktioniert das? Ja? Also gleiche Methodenname, nur unterscheidet es irgendwo. Ja, das funktioniert. Das heißt Überladen einer Methode. Das heißt, ich kann eine Methode mit dem gleichen Namen zweimal definieren, nur halt mit unterschiedlicher, zum Beispiel eine unterschiedliche Anzahl an Parametern, geht. Ja? Ein unterschiedlicher Rückgabewert, geht. Unterschiedliche Übergabeparametertypen geht. Ja? Also diese Typen können alle unterschiedlich sein. Das funktioniert. Ja? Überladen von Methoden heißt das. Ja? Überladen. Das Einzige, auf was ich achten muss, ist, dass nicht vollkommen gleich sind. Weil dann weiß ich nicht, was er aufrufen soll. Also wenn alles gleich ist, Typ 1 gleich Typ 2, Typ 1.1 gleich Typ 2.1, alle Parameter sind gleich, Methoden, wozu brauche ich dann eine zweite Methode? Ja. Okay? Beispiel. Nehmen wir ein Beispiel. Nehmen wir die Methode static. Nehmen wir den Typ int. Ja. Und die Methode nenne ich Summe. Da machen wir Klammer auf. Int Zahl 1. Beistrich. Int Zahl 2. Und da programmieren wir schon. Ja. Was sollen wir da programmieren? Da schreiben wir einfach Return eine. Zahl 1 plus Zahl 2. Strichpunkt. Sind wir schon fertig? Haben wir schon die Summe? Gehen wir zurück. Ja. Und jetzt
mache ich genau die gleiche Methode, definiere ich gleich darunter, static. Nur diesmal mache ich float. Float, ja. Gleicher Name, Summe, Klammer auf, und diesmal nehme ich nicht int, sondern float, Zahl 1, float, Zahl 2, wissen wir nur, was ein float ist? Float ist eine Fließkommazahl, also eine Kommazahl. Und eigentlich, was da drin steht, ist sogar gleich. Return. Zahl 1. Plus Zahl 2. Zweimal die gleiche Methode Summe definieren. Einmal überladen, ich kann also Integer-Variablen übergeben, ich kann Float-Variablen übergeben. Je nachdem, wie ich es aufrufe. Ja? Auswahl. Trifft die Art des Aufrufens. Also wenn ich zum Beispiel sage, irgendwas ist gleich Summe 1, 2 oder so, ist, wenn das Zahl, ja, wenn die Übergabeparameter float sind, ruft er die Methode auf, wenn es int sind, ruft er die Methode auf. Fertig. Sind wir fertig. Ja? Also es macht durchaus Sinn, so ein Überladen an Methoden. Ja? Überladen heißt das. Methoden mit verschiedenen Parametern, könnte auch eine andere Anzahl an Parametern auftauchen und so weiter. Ja. Geht alles. Überladen. Schauen wir uns das am Computer an. Das ist noch ein bisschen mehr einzigartig. Ich denke, es ist relativ klar, aber schauen wir uns das am Computer an. Ja. Zur Sicherheit. Zur Sicherheit. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.